Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Empyrean Galactic Survival. Ja, in der letzten Folge habe ich hier eine Reparaturstation hergesetzt. Die soll quasi alles reparieren, was sich bewegen kann. Also mein Panzer, mein kleines Raumschiff und mein großes Raumschiff. Ich weiß nicht, ob die hier passend ist. Die machen wir schnell weg. Ein paar Blöcke wegnehmen und setzen dafür daher. Dann habe ich da hinten mehr Fläche, denn es soll ja quasi auch einen Parkplatz geben, wo das große Raumschiff dann theoretisch landen oder parken kann. Und die Reparaturstation soll nicht dauerhaft blockiert sein. Das würde nämlich gar keinen Sinn machen. Ach, schöne Reichtum heute, hey, yay. genau, habe ich ein paar Betonblöcke machen lassen. Ups, wo sind die denn? Daher. Okay. Schotter habe ich nicht mehr viel. 20 Schotter habe ich noch. Gesteinsmehl habe ich noch ein bisschen was. Und Zement. Gar nicht mehr, okay. Zement. Für einen Zement braucht zwei Gesteinsmüll, okay. Ja, da geht schon ein bisschen was drauf, würde ich sagen. Das sieht auch komisch aus, wenn hier das Gras durch den Boden schaut. Deswegen wir hier den Boden halt ein bisschen einebnen. Wir wissen, wann ich Schotter bekomme. Hier die Oberfläche anscheinend noch nicht. Ich muss hier den Boden ein bisschen abtragen, ein kleines bisschen. Aber hier bekomme ich keinen Schotter. Schade. Hier vorne muss ich sowieso Schotter abtragen, denn hier wird ja noch ein Verbindungsweg nächstes Mal rüber gemacht. Genau, hier sind noch ein paar Blöcke. Warum sind die noch hier? Auch bei meinem kleinen Raumschiff fehlt vorne das Fahrwerk, sehe ich gerade. Okay, hier fehlt auch ein Block. Hä? Da habe ich irgendwas übersehen letztens? Sekunde. Warte, kann ich es irgendwie auf die Seite legen? Hui! Genau. Geht das so? Ja. Geht sogar. Okay, jetzt kann ich oben das Teil nicht reparieren. Hey. Aber egal, es kann wenigstens. Genau, hier sieht man, hier fehlt ein Block. Ein Block. Was ist für ein Block? Eine Andockplatte. Die machen wir schnell neu. Konstruktor. Andockplatte. Nee. Warte mal, Andock. Hä? Gibt's nur für einen Bodengleiter? Hä, das kann doch nicht sein. Oder heißt es anders? Fahrwerk. Fahrwerksblöcke T1. Ja, das könnte sein. Ja, wenn das hier noch gecraftet wird. Stahlblöcke. Brauche ich einen, glaube ich. So, jetzt haben wir das, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Hier fehlt auch. Ne, hier fehlt nichts. Okay, alles gut. Andockplatte, tatsächlich. Okay, cool. Setze ich da vorne hin. Ah, ich bräuchte wieder Lackierpistole. Mensch, das geht das schon wieder los. Wollte ich gar nicht machen in dieser Folge. Obwohl habe ich hier ein Inventar, oder? Ja, natürlich. So, blau. Geht auch alles blau. Und hier fehlt der eine Block. Der komische dreieckige Block. Mal, ups, drehen.
Jawohl, genau. Hier ist die Schubdüse, hier darf nichts sein. Die noch blau lackieren. Blau. Hä? WTF. Achso, Lackierpistole. Ah, komm. Jetzt sag, geht doch. Alles gut. Jetzt kann das kleine Raumschiff, ui, auch wieder auf den Boden stellen. Ups, abheben. Nochmal drehen. Hui. Ja, genau, also was vermutet, dass jetzt hier. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, bleib einfach hier stehen. Bleibst du stehen? Ja, bleib stehen. Okay, alles gut. Jetzt ist ja wirklich alles repariert. Hey, gibt's doch nicht, oder? Ist ja am besten gleich das große Raumschiff mal hier draufstellen. Dass ich sehe, was oder wie viel kaputt ist. Ja, wäre glaube ich eine Option. Aber ist hier ganz schön beschädigt. Ja, Halleluja. Heieiei. Aber richtig. Die zwei können raus. Habe ich hier noch Treibstoff drin? Achso, ja, super. Treibstoff ist drin. Hier ist auch eine Reparaturstation. Okay, da hätte ich auch meine Sachen. Meine kleinen Panzer und Sachen halt reparieren können. Okay. Was ist fettes große Raumschiff? So, kann ich hier drauf landen auf der Reparaturstation? Ja, sehr gut. Ja, es wird repariert. Sie bunden den Reparaturlaserstrahl. Warten wir mal, so sieht man besser, genau. Okay, das war schon wieder. Doch nicht so viel beschädigt. Ja, okay, hier fehlen zwei Triebwerke an der Seite. Zwei Triebwerke, das wird teuer. Und ansonsten fehlt, glaube ich, nichts, oder? Nee, ansonsten schaut es ganz gut aus. Ha, ich würde es gerne noch umbauen, das große Schiff. Warte mal, so. Nee. Boah, rauszoomen. Die Rampe hätte ich einfahren sollen. Egal, ich lande mal hier. So, also Sauerstoff entsorgt, wollte ich sagen. Entzogen. Hier waren kaputte Pflanzen drin, ist klar, die bekommen keinen Sauerstoff mehr und auch kein Pflanzenlicht, deswegen gehen die kaputt. Ups. Tür auf, Dankeschön. Wenn ich nochmal ausfahre, bleibt die. Ne, die geht wieder in den Boden rein. Nicht schön. Gar nicht schön. Ja, ach, erst mal repariertes Raumschiff. Das ist wichtiger. Was haben wir hier? Eine Schubdüse S. Okay, da kann man reinschauen zum Beispiel. Aircraft-Generator. Schubdüse S. Hier oben ist alles okay, oder? Hier fehlt nichts. Ne, es sind wirklich nur zwei Schubdüsen S. Okay, das ist die Frage. Kann ich mir das leisten? Ich weiß es nicht. Schubdüse S, eigentlich ganz schön teuer. Also glaube ich zumindest. Was? Verlierst den Kontakt zu der Drohne. Oh, geil. Sekunde. So, Schubdüse S fürs große Raumschiff, breite Sache. Und zwar Schubdüse S, genau. Zwei Stück brauche ich. Eins, zwei. Man kann das große Raumschiff auch wieder reparieren. Lackierpistole dazu nehmen, genau. Hey, das dauert lange. Einmal schwarz. Schubdüse M. L. Boah, krass, die ist teuer. Schubdüsenblöcke XL.
Bei 18 Sarkosium-Legierungen. Uiuiui. Ja, wenn man hier mal reinschaut, hier, das ist eine Sarkosium-Legierung. Und die braucht 5 Erestrium und 5 Sarkosium-Bahnen. Das Ganze mal 18. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Sarkosium-Bahn. Nicht Bahn, Bahren meine ich. Habe ja nichts mehr, fast nichts mehr. Erestrium, Barren. Erestrium Gil könnte ich machen, okay. Ja, egal, 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 egal. So, weg, 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 weg. Ah, ich habe ihn viel zu weit weggepackt. Egal, passt schon. So. So, einmal drehen. Ups, falsch rum. Genau, einmal. Und zweimal, sehr schön. Das wird noch blau gemacht. Einmal, zweimal, sehr schön. Und jetzt noch die, die der Gruppe hinzufügen. Oder hat das irgendwie mit einer Schaltung versehen? Das war doch irgendwas mit der Schaltung. Zur Gruppe hinzufügen. Schub diese, genau. Einmal. Zweimal, genau. Ventilator kann man zur Gruppe und zwei Tank hinzufügen. Genau. So, Schubdüse, das waren die zwei, oder? Da brauche ich, glaube ich, eine Schaltung. Hier war es Schubdüse und Follow, okay. Schubdüse und Follow, genau. Schubdüse und Follow. Jetzt hast du irgendwas ausgewählt? Ne, das passt schon. Jetzt kann ich theoretisch mit den einen Hebel über dem Cockpit kann ich die Schubdüsen ein- und ausschalten, wenn ich jetzt gerade irgendwo lande. Und ich denke, ups, ja, Energie ein bisschen sparen und ja, einfach mal Energie sparen. Okay, es war jetzt kein sinnvoller Satz, aber egal. Den kann ich auch mal abbauen, Überlebenskonstruktor. Ach, die Sonne geht unter. Wie schön. So, wo stelle ich den jetzt hin? Wo habe ich den jetzt? Ah, hier. Egal, den stellen wir einfach mal daher. Genau. Ja, ist ja gut. Tür. Ich weiß, dass du da bist. So, jetzt hier. Ups. Demontieren. So, jetzt habe ich 201 Blöcke. Sehr schön. Okay, das ist auch nicht die Welt. Warum sind die beschädigt? Hä? Was ist hier passiert? Warum sind die beschädigt? Muss man nicht verstehen, oder? Nee. Ja, ich würde gerne alles zu betonieren. Mal schauen, ob ich das schaffe mit den ganzen Blöcken. Ich glaube es nicht. So, 168. Aber man könnte ja eine Fläche auch machen. Da muss ich nicht extra. Was sind das für Schattenspiele? So. Ah, nee. Also eine Drohne, Drohne, meine Drohne halt so. Dann Steuerung links gedrückt halten. Nein, nein, so, genau. Okay, hier muss ich ein bisschen was abbauen. Hier kommt eine Reihe hinzu. Genau. Na komm. Geht doch. So und bisschen breiter etwa. So, genau. Und jetzt muss ich hier den Boden noch mal ein bisschen abbauen. Ich weiß, ist jetzt nicht so spannend. Aber dass die Raumschiffe vernünftig stehen, also gerade, muss ich quasi erstmal eine gerade Fläche schaffen.
Ah, ich bekomme keinen Shot da. Schade. Ja, ich weiß. Dann muss ich, glaube ich, tiefer graben, dann würde ich Schotter bekommen. Egal. Und hier die Reihe wieder vollständig. Ja, es fehlt hier wieder. Ist da. Ja, gib mal Ruhe, ich weiß. Was können wir hier machen? Hier könnte ich dann ein paar Pflanzen reinstellen. Das wäre auch cool. So einen kleinen Park. Demontieren wir das weg. Na komm. Jawohl, geht doch. Genau, und hier das gleiche. Das ist gleich schon im Lager, oder? Ja, nee, nicht ganz. Da fällt es nicht auf, wenn ich den Block jetzt von außen ändere. Okay, schaut schon mal nicht schlecht aus. Mhm. 71 Blöcke, wow. Das reicht natürlich gar nicht. Ich will auch mein großes Raumschiff noch ein bisschen erweitern. Deswegen heißt es auch großes Raumschiff. Also sprich, mit Solarmodule, quasi, dass es selbst Energie auflädt oder selbst Energie erzeugt. Ganz öko. Sehr schön. So in etwa, genau. Ich muss noch viel breiter werden. Viel, viel breiter. Ich muss fast irgendwie ein kleines Bohrfahrzeug bauen, das quasi Energie erzeugt. Energiezeug, oh Gott. Hey, 15 Blöcke. Wow, toll. Die verbohrt den nur schnell, ganz schnell. Wow, 4. 1. Aber die könnte man theoretisch auch teil setzen. Ja, hat nicht ganz gereicht, schade. Nicht Energie, sondern mit einem Bohrgeschütz. Da habe ich an meinen Panzer gedacht, den könnte ich ja quasi umbauen. Oben das Artilleriegeschütz kommt runter und dafür kommt oben ein Bohrgeschütz drauf. Fangen wir mal schnell hier auf diese Ebene. Fläche, ja, ungefähr da, ja, passt schon. Aber ich brauche unbedingt hier eine Außenbeleuchtung, ist ja stockfinster, es sieht ja keiner was. So, Konstruktor. War das hier das Geschütz? Nee, oder? Das war hier. Bohrer, nee. Halt, ich brauche für einen Bodenkleider. Minigun-Geschütz? Nee. Plasma-Geschütz? Bohrlafette. Ach nein, da brauche ich 2 Saskosium-Legierungen. Bohrer T1 mechanisch. Multilafette. Das ist quasi ein Multitool. Boah, das wär's. Kann ich leider nicht bauen. Ja, dann könnte ich sogar Basen abbauen. Das wäre richtig geil. Bohrlafette. Artilleriegeschütz. Schade. Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Saskosium-Legierungen. Brauche ich 2. Ja, halt. Ach, komm. Ich kann nur eine machen, das weiß ich jetzt schon. Dann machen wir 2. Geht nicht, weil es fehlen 3 Saskosium-Barren. Das ist das Zeug. Ne, 2 fehlen. Nee. Ich habe 2, genau, 3 fehlen. Genau. Das können wir von mir aus da reinlegen. Wo bekomme ich jetzt Saskosium-Barren her? Die gibt es entweder in Stationen, in Basen zum Looten oder in Saskosium-Erzlager auf irgendwelche Alien-Planeten. Ah, das wäre richtig geil.
Weil die Multilafette, Moment, war es jetzt? Genau, ja, die ist ein Bodengleiter. Ach, für das große Raumschiff gibt es das auch? Tatsächlich. Wow, geil. Kostet aber 10 Saskosium-Legionen. Uiui, die sind noch teuer, ne? Railgun, Raketenwerfer. Ich wollte gerade sagen, ich stehe ein bisschen offen. Hat zum Glück nichts passiert. Aber ein großes Raumschiff hätte ja ein Bohrgeschütz. Ja, das kann ich nur außerhalb der Atmosphäre verwenden. Das bräuchte ich für einen Bodengleiter nochmal oder ich bräuchte extra einen Bodengleiter. Warte mal. Aber die muss ich auch noch reparieren. Ui, da fehlt was. Da fehlt was. Da fehlt was. Ui. Ja, ich würde sagen, das ist mehr offscreen. Oh, hier fehlt auch was. Hey, einiges. Hier fehlt nichts. Ja, egal, egal, egal. Ich brauche auf jeden Fall. So kriegen drin, sehr schön. Saskosium-Legierung. Oder Saskosium allgemein. Also, wir auf jeden Fall irgendwie einen Panzer bauen oder irgendein Fahrzeug mit einer Bohrlafette obendrauf und einer Multilafette. Das kann ich dann quasi verwenden, um irgendwelche Basen abzubauen. Das geht dann viel schneller. Ja, das ist quasi mein Plan. Offscreen werde ich erstmal hier den Panzer reparieren. Ja. Den werde ich erstmal reparieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Empyrean Galactic Survival. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.